Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Ghost Recon Wildlands. Ja, nachdem wir gerade, beziehungsweise in der letzten Folge, so 5 Minuten hier durch die Gegend getingelt sind, haben wir dann doch unseren letzten Auftrag hier bekommen für dieses Gebiet. Und zwar ist es, befreien Sie La Santera aus der Hand der Sicarios. Svenja vertraut La Santera nicht mehr und will sie töten. Wir müssen sie zuerst erwischen und ihr einen Ausweg anbieten. Ja, das ist ja mal eine klare Ansage. Wir fliegen mal rüber und gucken uns das Ganze mal an. Wäre jetzt cool, wenn es langsam hell werden würde. Steht Feuer. Verstanden. Nee, nicht Feuer. Bitte nicht. Dann fliegen wir auf. So, mal schauen, wo wir jetzt hier überhaupt landen können. Hier oben. Hier rechts sind welche. Zack. So. Und hier ist ja einiges los. Ja, bestimmt ein Störsender. Schlechtes Signal. Die stören die Drohne. Hat einen Schalldämpfer drauf. Kandidat Vogel, aufpassen. Wo hier vor mir? Oh, sind sogar zwei. Feind markiert. Da ist noch ein Tango. Roger, ich brauche neue Position. Roger, Ziel markiert. Tango ist tot. Okay, alles ist gut. Hab die Rebellen gebiegt. Okay, sehe das Ziel. Da ist sie. Was die nächste wäre echt jetzt von hinten ranzugehen. Reicht aber auf jeden Fall den Simultanschuss. Verstanden. Unterwegs. Markierte Waffe. So kann ich den dritten nicht markieren. Ziele fast. Bin bereit. Umgelegt. Oh fuck. Sie herzubringen, eine Schande, sie jetzt zu retten. Da hast du recht. Lass mich gehen, Herejes Immundos. Oder ich lasse Santa Muertes Zorn über euch kommen. Hör auf zu lispeln, Alter. Ich werde den Rot von eurem Blut und dem eurer Familien. Oh, ganz schön hart, Lady. Soy inocente, pues. Warte mal, ich brauche hier gerade meine Pistole. Die ist bestimmt nicht schallgedämpft. Die hat einen Schalldämpfer. Okay. Aquí ha venido. Hallo? Die hat doch einen Schalldämpfer. Alter, lauf weiter. Soy inocente, pues. Halt deinen Mund. Kommst jetzt mit. Verstauen, das hört sich auch an, ey. Ich bin der Pilot.
So, Abflug. Du hättest mich fahren lassen sollen. Ihr lasst mich gehen! Estúpidos! Aquí yo soy el poder! Ich habe Kräfte, die ihr noch nie gesehen habt! Ja, laber weiter. Dein Leben retten. Santa Muerte wird euch und eure Nachkommen vom Erdboden vertilgen! Sollte ich um deine Nachkommen. Santa Muerte hat dich verlassen, Bruja. Genau, sehe ich genauso. Ihr glaubt voll seinen eigenen Regeln. Es dann ciegos. Wenn ihr zu glauben, zu verstehen beginnt, wird es zu spät für euch sein. Sammelpunkt. Ihr glaubt, dass Waffen euch Macht über den Tod geben. Aber niemand hat Macht über Santa Muerte. Und der Tod soll nicht herrschen. Que? Que dijiste, Idiota? Vorsichtig. Oh! Ich hab einen Bug gefunden. Wie weit kann ich wohl jetzt runterfallen? Okay, die Frage hat sich erübrigt. Toll, im Kampf getötet. Ey, das geht mir jetzt gerade auf den Sack, das kann ich mir nämlich normal retten. Okay, wir haben aber zumindest einen Bug gefunden. Und wir wissen auch, wie wir an sie rankommen. Was für ein Dreckstümpel. Das ganze Gelaber von wegen Umweltschutz und Recycling und Nachhaltigkeit ist in diesen Teil des Dschungels noch nicht vorgedrungen. Atacatario, mein Fahrzeug. So, wo steht das? Die Straße hoch, okay. So, das brauchen wir zuerst. Das müssen wir auch zuerst holen. Weil ich da, wie gesagt, nicht ganz durchrennen will. Wir können weiter. Ja, wir machen das genauso, wie wir das gerade eben gemacht haben. Wer parkt denn einen Hubschrauber unterm Strommast? Wie dämlich ist das denn? Drauf. Oh, zumindest es wird wieder hell. Schön. Aber trotzdem noch Scheißwetter. So, wir haben, sind da oben, glaube ich, gelandet, ne? Ich meine, dass wir hier irgendwo gelandet waren. Na, gelandet waren, das sind Deutsche schon wieder. Ja, hier waren wir. Zack. So. Sieh an. Das müssen wir als allererstes mal die da vorne ausschalten. Geh in Position, Feind. Sind auch weg. Und jetzt gehen wir hier wieder hin. So, eben einmal wieder aufklären das ganze Gebiet hier. Ich hab die Rebellen gebeten, die Gegend ab. Okay, sehe das Ziel. Da ist sie. So. Sehr eingeschätzt, suche eine gute Position. Hab das Ziel. Roger, Ziel erfasst. Bewegt sich der da rechts? Hab ihn. So. Lass mich gehen, herejes inmundos.
oder ist Lasse Santa Muertes Zorn über euch kommen? Kennen wir doch schon. Die Flüsse werden rot von eurem Blut und dem eurer Familie. Ja, hör auf zu labern. Ganz schön hart, Lady. Acá venido. Was? Acá venido, was auch immer das heißen soll. Versteh dich nicht, Ma'am. Das ist ein Hubschrauber und dann bringen wir dich weg und diesmal... Ja, genau, was ein dicker Bass, genau. Das habe ich verstanden. Du kommst jetzt hier mit. Und dann bringen wir dich dann nochmal hin. Bin nur froh, dass das nicht so schwer ist, ey. Jetzt jammert die gleich wieder rum. So, wir hauen ab. Bisschen höher, dass die uns nicht sehen. So. Wenn das Wetter noch schöner werden würde, dann wäre ich auch zufrieden. Und diesmal steigen wir nicht aus, bevor wir nicht wirklich am Boden sind. Weil sonst geht das wieder in die Hose und habe ich keinen Bock drauf. Also so einen Einsatz zweimal machen ist okay, dreimal machen ist scheiße. Hallo Unidad. Landen wir da aber hinter. So, wir sind gelandet. Und jetzt aussteigen und nicht runterfallen. Du kommst mit. Ah, mitkommen, Lady. Soy inocente, pues. Und dachte, ich habe Besuch mitgebracht. So, und du kommst da jetzt rein. Santissima Muertis, mein Fels. Meine Feste, mein Erlöser. Nimm mich in die Arme. Beschütz mich vor Stürmen. Und bring deinen Zorn über meine Feinde. Wir kennen ihren Zorn, Santera. Ganz ehrlich, nicht beeindruckend. Ich habe nichts verbrochen. Santa Muerte ist mein Licht und mein Weg. Sie zu verehren ist nicht ungesetzlich. Nein, aber das Anwerben von Menschen in eine kriminelle Organisation schon. Über mich richten nur Gott und Santissima Muerte. Vielleicht im nächsten Leben. Sie wollen Absolution? Was wissen Sie über Sueño? Ich bin doch kein Judas. No te equivoques, niemals werde ich Bruder Sueño verraten. Nun, Menschen wie Sie behandelt man im Knast nicht gerade nett. Die werden Ihnen das Leben zur Hölle machen. Der Glaube lässt mich die Hölle überstehen. Hoffen wir, Ihr Glaube reicht. Denn sie kennen noch nicht meine Hölle. Joa. Nomad, gute Arbeit in Espiritu Santo. Ist bekannt, wie die Sicarios reagieren? Sie fluchen, schreien und weinen. Das, was die ISL so abgefangen hat, deutet darauf hin, dass die Moral des Kartells echt am Boden ist. Tja, machen Sie weiter so. Bombenende. So, und ich habe gerade gesehen, Gott sei Dank, wir haben ein neues Video, das gucken wir uns natürlich auch an. Schande! Die ganze Welt verdammt dich! Ramons Geschichte war durchgesickert. Auch ohne Beweis war der Schaden da. Hilf mir, Padre. Es ist zu spät. Ich kann nichts mehr für dich tun. Hör mir zu, alter Mann. Glaubst du, ich könnte einem Kind wehtun, dass ich riskieren würde, mein Lebenswerk zu verlieren? Für Kleingeld? Glaubst du das wirklich? Nein, nein, tue ich nicht. Gut. Dann halte ein Messer ab. Lade die Reichen und Mächtigen Boliviens ein,
Verteidige mich gegen diese Lügen. Schwöre bei Santissima Morte, dass die Anklagen falsch sind. Du wirst nicht kommen? Nein. Ich muss mich um etwas kümmern. Okay, der will wohl wieder ein paar Kinder verschiffen, der Saftsack, ey. Mhm. So ein Assi, ey. So, damit wäre das jetzt hier auch mittlerweile wieder erledigt. Mann, wir kommen mittlerweile relativ zügig durch, muss ich sagen. Und dadurch müssten wir doch jetzt eigentlich an El Cardinal rankommen, oder? Sind doch alle, oder? Ach so. Visualisierung des Santa Blanca Kartells. Wo sitzt der denn? Schreiben Sie an sich meine. Okay, sitzt der auch hier? Weil das halt. Warte mal. Nee, okay. Hätte mich jetzt gewundert. Ja, damit hätten wir jetzt hier das alles rot. Das ist schon mal gut. Zwischenboss, den haben wir schon von vornherein erledigt. Ja, neue Kingslayer-Akten. Ramon Feliz. Nee, das kennen wir schon. Beeinflussung, Destabilisierung 96%. Ja, aber wie kriegen wir den denn? Einsätze? Einsatzstelle wird vorbereitet. Okay. Okay. So, wir haben hier aber neue Scharfschützengewehr gekriegt, habe ich vorhin gesehen. Vermute aber mal eher, dass wir das nicht anpassen können. Ne, ganz Mist können wir nicht anpassen. Können wir auch nicht Randale mitmachen, glaube ich, oder? Was probieren wir gerade mal aus? Nomad, Ihr Team soll sich fertig machen. El Cardinal ist jetzt reif. Oh. Wie ist der Plan? Wir nutzen die Infos, die Sie von Ramon Felis Festplatte gezogen haben, um El Cardinal als heuchlerisches Schwein zu entlarven. Einverstanden. Wann und wo? Hier sind die Koordinaten eines Dorfes in der Provinz Malka, wo wir uns treffen. Bowman Ende. Immer wieder ganz nach Malka. Treffen mit Bowman. Ja, da fliege ich jetzt aber nicht ganz hin. Jetzt Reise nicht möglich. Wieso ist denn die Blitzreise nicht möglich? Warte mal, ich gehe kurz aus dem Hubschrauber raus. Wow, La Santera ist ja echt ein Original. Mit der muss ich auf jeden Fall mal ordentlich ein Neben gehen. Gehen Sie hier lieber keinen trinken. Ihre Anhänger fühlen sich verraten und sinnen auf Rache. Gut, davon wird sich Ihr Kult nicht erholen. Okay, können wir jetzt eine Blitzreise machen? Malka. Ja, jetzt geht's. Weil ich will da nicht schon wieder ganz rüberfliegen, das ist mir ein bisschen zu weit. So, wir haben auch gleich direkt einen Helikopter um die Ecke. Und dann treffen wir uns mal doch mal mit Bowman. Wo müssen wir hin? Wir müssen da unten hin. Dank Ramon Felis geheimen Daten haben wir genug Dreck, um El Cardinals Ruf zu ruinieren. Erlegen wir dieses Monster. Wir können los. Ja, aber meinst du, was ich gerade mache? So, wo lande ich jetzt? Ach, guck an, ich weiß, wo wir sind. Ich habe den LKW doch geholt beim letzten Mal, oder? Passt das? Obwohl, dürfte. Passt. So, ab zu Bowman. Warum sind wir hier? El Cardinal hält eine Predigt, um die Öffentlichkeit wegen des Kinderhandels zu beruhigen. Aber wir haben die Mittel, das Kartell zu diskreditieren. Zeigen Sie der Versammlung dieses Video, dann gibt es Chaos. Dann schnappen Sie Cardinal und nehmen ihn mit. Verstanden, sehen uns da. Wieso müssen wir eigentlich alle Leben schnappen? Das ist Kacke.
Das finde ich doof. Ja, ohne entdeckt zu... Auf diesem Stick ist der Videobeweis, dass das Kartell Kinder schmuggelt. Wir senden das Zeug, wenn El Cardenal seine Rede hält. Shit, statt ihm nur zu folgen, wollen sie jetzt sein Blut sehen. Und entweder er kommt mit, oder er wird aufgeknüpft. Okay, das wird auf jeden Fall wieder eine Sneaky-Mission. Gut, wollte ich ja. Ich glaube, das habe ich schon vor ein oder zwei Folgen gesagt, dass ich gerne mal wieder eine Sneaky-Mission machen möchte. Hacken Sie die Senderstation, ohne entdeckt zu werden. Oh, das war auch knapp. Ei, Karamba! Euer fucking Ernst? Seid leise, wenn wir da reingehen und das Video hochladen. Wenn es Alarm gibt, war's das. Okay. Ich würde allerdings sagen, das machen wir auf jeden Fall erst in der nächsten Folge. Und damit danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Bye, bye.